Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Silent Storm. Mit mir, dem Tante Günner, aka Günther Shadow, und wir sind noch bei unserer Gefängnismission. Es ist die zweite zufällige Begegnung, die wir hier gewählt haben. Weil wir noch ein bisschen an Erfahrung sammeln müssen, unsere junge Truppe ist noch nicht so ganz versiert im Kriegshandwerk, wobei das, was wir hier machen, ist ja weniger so feldschlachtenmäßig, sondern eigentlich eher so einsatzkräftemäßig. Auf kleinere Locations oder Örtlichkeiten eben konzentriert. Hier in dem Fall eben ein Gefängnis. Und momentan sind die Karten von der Größe her noch recht überschaubar. Ist also noch nicht so groß. Das wird später auf jeden Fall anders. Und jetzt wollten wir mit Rocco, unserem italienischstämmigen Granadier, gerne mal hier das Dach stürmen. Das ist soweit frei. Zumindest sieht es so aus, es sei denn, es versteckt sich hier jemand. Es gibt also immer mal wieder diese Phänomene. Rocco geht am besten mal dahin, dann kannst du nämlich nicht großartig getroffen werden. Und genau, Gary, du gehst auch noch aufs Dach hoch. Es gibt immer mal wieder das Phänomen, dass man direkt vor einem gegnerischen Soldaten steht und der noch nicht mal dann entdeckt wird, wenn er einen mit einer Salve niedermäht. Das ist zum Glück relativ selten, aber es passiert hin und wieder. Insofern muss man sich da auf sowas auch mal vorbereiten. Jetzt sollten wir mal mit Karm am besten entweder noch hier ins Gebäude rein oder nochmal ums Gebäude rum. Auf der Seite brauchen wir sie jedenfalls nicht mehr. Da scheinen sich keine gegnerischen Soldaten zu befinden. Und Klaus, mein Heckenschütze, du kannst dich nochmal verstecken. Und dann bewegen wir uns mal langsam nach vorne im watschelnden Entengang. Kenko, schau mal. Ich nehme den Befehl an. Aha, da haben wir doch schon den ersten Soldaten entdeckt. Er guckt nicht in unsere Richtung, aber hat im Gegensatz zu uns eine sehr gute Schussposition. Ich denke mal, wir laufen vielleicht wieder ein Stück zurück und lassen das von Rocco und Gary erledigen. Das ist auf jeden Fall sicherer, als es mit Kenko zu machen. Wenn man in diesen Strafe-Modus geht, dann kann man übrigens einfach gerade wieder zurücklaufen. Der Strafe-Modus ist insofern nicht unpraktisch, weil man damit nicht die Sicht der Figur neu ausrichten muss. Das spart ein paar Aktionspunkte, das ist sehr hilfreich. Ja, kommt noch einer die Treppe hoch. Aha. Ja, die Runden gehen noch relativ kurz. Das ist typisch bei diesen zufälligen Begegnungen. Es ist selten, dass die Runden sehr lange dauern. Das Einzige, was mir jetzt gerade nicht so gefällt, ist, dass wir nicht so direkt... Gary, du siehst ihn nicht? Also, dass wir hier nicht diese Fenster einfach aufmachen können von außen. Aber gut, wir machen nochmal einen Schritt zur Seite. Upsala. Verstanden. Ja, da ist er doch. Okay. Ich kann zwar auf ihn schießen, aber ich kann ihn nicht treffen. Das dürfte an dem Fenster liegen. Aber ich nehme ihn jetzt einfach mal ins Visier. Oder sollen wir doch versuchen, das Fenster einzuschießen? Es wäre natürlich eigentlich am besten, wenn das Rocco machen würde, weil Rocco, glaube ich... Ja, Rocco... Okay, Rocco, nimm du die Tür. Ich muss übrigens dazu sagen, ich vertone die Kiste hier auch wieder nach. Ja, also das ist einer der wenigen Teile, die ich mal aufgenommen habe. Und mein Mikro war nicht an, beziehungsweise die Phantomspeisung war nicht an und man hörte mich da nicht sprechen. Insofern musste ich das jetzt mal nachvertonen, mache das gerade auch mit einem anderen Mikrofon. Jetzt nicht, dass das Mikrofon, sicher, was ich sonst benutze, irgendwie kaputt wäre oder so. Sondern es lag einfach nur alleine daran, dass ich eben diese Phantomspeisung nicht angemacht habe und jetzt gerade hier nicht bei mir zu Hause bin, wo ich das Mikrofon ja montiert habe. Und da habe ich dann so ein transportables Podcast-Mikrofon dabei. Der Feind hat dich entdeckt, aber er ist unsichtbar für dich. Na toll.
Der Feind kann mich sehen. Er kann auch Rocco sehen. Alter, was geht denn ab? Lauf einen Schritt zur Seite. Siehst du ihn jetzt? Aha. Ja, das sind dann halt so Fälle. Da könnte ich mich immer wieder totlachen, wenn der Typ eigentlich so direkt vor einem hockt, aber man sieht ihn halt nicht. Okay, weißt du was, Rocco? Geh einen Schritt zur Seite. Der kommt eh nicht bis zu dir. Und warum hast du dich jetzt rumgedreht? Ich habe da extra den Schritt zur Seite gemacht. Okay, dann können wir es auch wieder ausmachen. Lass mal besser an, wenn wir da vorhin hinlaufen, dann müssen wir ihn ja sehen. So, aber er hat Gary entdeckt. Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt muss ich erstmal schießen. Und zwar muss ich zuerst das Fenster einschießen. Oder was? Dann mach das mit deiner Sauer. Und nochmal. Sehr gut. Und dann schieß nochmal aus der Hocke am besten. Auf den Burschen. 81% Trefferchance. Gary ist ein guter Schütze, aber zerlegt erstmal lieber das Geländer. Okay, du krabbelst auch mal noch so ein Schrittchen zur Seite. Sehr schön. Er ist ein bisschen wie Zoidberg. Ja, okay. Die Lee Enfield, das Gewehr, mit dem Gary hier kämpft, übrigens wurde schon 1902, 1903 entwickelt in der Mark 1 Fassung. Er hat ja auch eine Lee Enfield Mark 1. Ein britisches Gewehr. Ordonnanzwaffe. Ordonnanz kann man hier so verstehen, dass diese Waffen eben persönlich zu einem, dass das eben Waffen waren, die persönlich an einen Soldaten übergeben wurden oder einen Offizier oder ähnliches. Insofern also etwas Besonderes für den Soldaten waren. Die typischste Waffe übrigens bei der Wehrmacht war eben nicht die MP40, wie man oftmals annimmt, oder? Du gibst grundlos deine Position preis. Oh, das müsste aber lang, um noch zur Seite zu laufen, denke ich. Sehr schön. Oder wie das auch oftmals in Filmen zu sehen ist. Also in Filmen rennt ja jeder Wehrmachtssoldat mit einer MP40 rum. Dabei war das eigentlich eher üblich, dass die an Il nemico. Das wird dass die an Gruppenführer irgendwie übergeben wurden. Also eben weniger so als an die normalen Soldaten, die üblicherweise mit einem Karabiner 98K kämpften. Das ist eigentlich die Standardbewaffnung der deutschen Soldaten gewesen im Zweiten Weltkrieg. Das wollte ich an der Stelle nur nochmal erwähnt haben. Und ich bitte auch nochmal darum hier, dass, wenn ich über solche Themen spreche, so zu verstehen, also ich sage das jetzt hier nicht, weil ich den Zweiten Weltkrieg irgendwie geil finde oder weil ich die Technik von Heer und Drittem Reich und was weiß ich irgendwie geil finde, sondern weil ich denke, es gehört schon hier bei diesem Spiel ein bisschen dazu, dass man sich mit der Bewaffnung der Leute auch so ein bisschen auskennt. Oh, das ist ja sehr schön. Der Typ, der ist reif. Also das passiert hin und wieder, dass die Leute so in der Luft hängen bleiben, wenn sie gerade über ein Geländer klettern. Das kann uns übrigens auch passieren. Unsere Leute machen das ja auch. Aber das ist natürlich schlecht, wenn der verrückte Japaner mit der Maschinenpistole hinter dir steht, Junge. Die Situation erfordert schnelles Handeln. Oder schnelles Nachladen, würde ich sagen. Karm. Günner. Mach ihn selig. Geh in die Hocke, damit Karm zur Not nur über dich schießen kann, falls du daneben schießt. Was du nicht tust, worüber ich mich sehr freue. Okay, sehr cool. Ja, also um nochmal das zu sagen, das dazu zu sagen, wo ich eben stehen geblieben bin. Wir können noch nicht mal diese Gefängnistüren öffnen. Okay, alles klar. Wir gucken sie uns trotzdem nochmal gerade an. Also hier in dem Gebäude scheint aber sonst echt nichts mehr drin zu sein. Dann kann Kenko auch gleich wieder die Mine von der Tür entfernen. Kenko kann die Minen dann auch wieder in der nächsten Mission verwenden. Ach, da unten sind nur zwei Spinde, da gucken wir nochmal rein. Wahrscheinlich nochmal ein bisschen medizinische Bedarfssachen. Ja, genau, also ich möchte mich nochmal, du brauchst die Minensonde. Ich möchte mich nochmal ganz bewusst von jeglicher Verherrlichung, Romantisierung oder idealistischen
Darstellung des Zweiten Weltkriegs hier explizit distanzieren. Das ist auch nicht meine Absicht. Ich denke, hier in dem Falle ist es halt so, es ist halt schon ein bisschen blöd, wenn die Leute mit Waffen rumrennen und wir wissen gar nicht, was das halt überhaupt ist und woher die genau kommen und warum die jetzt ausgerechnet diese Bewaffnung haben. Also ich denke, darauf kann man schon eingehen und es ist ja schon hier bewusst so gewählt worden. Mauser M98, das ist ein ganz gutes Gewehr. Mit einem Fernrohr drauf wäre es natürlich noch besser. Sicherlich kein schlechtes Gewehr für uns. Schau noch mal gerade nach. Das müsste doch genau Mauser Modell 98, exakt, das ist die Repetierbüchse Karabiner, also mit verkürztem Lauf, die das Standardgewehr der Wehrmachtssoldaten eben war. Also die Infanterie wurde damit überwiegend ausgerüstet. Im Gegensatz übrigens auch wieder zu der Panzerbesatzung, die üblicherweise dann auch eine MP40 bekam, damit die in der Lage waren, oder damit man generell in der Lage war, mit einer kleinen Besatzung auch noch eine hohe Feuerkraft aufzubauen. Der Unterschied halt eben bei dem Mauser Modell 98 ist halt, es ist halt ein anderes Gewehr, ja, als Repetierbüchse. Ist es halt anders aufgebaut als die MP40, es ist halt genauer, wird halt manuell geladen, ist halt also keine automatische Feuerwaffe, ne? Und es gehört übrigens zu einem der am meisten produzierten Waffenverschlusssysteme. 100 Millionen Stück wurden von dem Mauser Modell 98 hergestellt. Und Kenko hat sich jetzt gerade wieder seine Dynamitstange eingepackt. Wunderbar. Die Entwicklung der Mauser M98 hat übrigens was mit dem Herstellungsjahr zu tun, denn 1898 wurde dieses Mehrladegewehr überhaupt erst entwickelt. Firmiert auch manchmal unter dem Begriff G98, wobei G für Gewehr steht. Ist also nicht nach... Comprendere. Ja, ist also eher danach benannt. Als K98 war es dann bekannt als Scharfschützengewehr und hatte eine wirklich sehr, sehr hohe Reichweite, wurde also mit Objektiven oder Zielfernrohren von Zeiss übrigens ausgestattet, um das noch an der Stelle zu erwähnen. Und war bei den deutschen Soldaten beliebter als das G43, das Gewehr 43. Das nicht so eine hohe Schussgenauigkeit hatte, nicht so eine hohe Präzision. Wobei das hier in dem Spiel ein bisschen anders ist. Also das G43 finden wir nicht, dafür gibt es das G41. Da werden wir hin und wieder noch ein paar Mal drankommen. Hoffe ich zumindest. Das ist nämlich mit einem aufgeschraubten Zielfernrohr eine sehr, sehr gute Scharfschützenwaffe. Und da hat sich doch tatsächlich noch ein Soldat versteckt. Dann würde ich sagen, sollten wir es mit Klaus mal an der Stelle riskieren, hier vielleicht noch ein bisschen näher dran zu kommen. Und sicherheitshalber holen wir Karm auch nochmal dazu. Aber ich denke hier, er müsste mit seiner Mauser, müsste er den eigentlich wegplätten können. So, mit Karm laufen wir mal auf die andere Seite an den Büschen entlang, damit sie das auch ein bisschen im Auge behalten kann. Approvazione. Das ist kein echter Soldato. Gar kein Problem. Nur ruhig bleiben, Amico. Ja, wir werden ruhig bleiben, Karm, keine Sorge. Okay, jetzt können wir es hier riskieren. Und du krabbelst mal ein bisschen in seine Nähe. Ich freue mich schon auf ihr blödes Gesicht. Noch einen kleinen... Oh, stopp, Kampf starten. Dann los. Ja, Klaus, freu dich. 48%.
Das ist aber auf die kurze Distanz dürfte das ziemlich tödlich sein. Nicht schlecht, ja. Weiter, weiter. Okay. Eine Lee Enfield Mark I ist nicht das Ding, was wir unbedingt brauchen. Okay. Ich denke, wir können hier mal noch gerade durchgucken, ob wir noch irgendwelche Sachen hier mitnehmen können. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Lee Enfield Magazine mit. Wie gesagt, an die kommen wir sonst nicht so leicht ran. Und weil wir ja eben auch Lee Enfields benutzen und benutzen werden, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Also halt eben hier für Gary, der ja mit einem Scharfschützengewehr, mit einer Scharfschützengewehr-Variante von der Lee Enfield kämpft. Das Gewehr selbst brauchen wir nicht. Da hat Günner ja schon eins dabei. Das ist eigentlich auch noch ganz gut. Ja. Da ist auch noch eine. Eher unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich sogar. Du bleibst einfach draußen. Okay, Klaus. Entlade das Gewehr. Dann kriegen wir den Clip wieder raus. Wunderbar. Und das Gewehr selbst können wir dann wieder entsorgen. Achso, das war eine Mauser M98? Okay, gut. Ja, alles klar. Achso, ja, vielleicht könnte man da noch gerade sagen. Also Mauser war halt der Waffenhersteller des Verschlusssystems, also dieser Ladevorrichtung für das Mausergewehr. Ich kann jetzt schlecht erklären, wie das Ding genau funktioniert, aber das kann man sich auf Wikipedia mal angucken. Da gibt es auch einige Bilder dazu. Und mit der Begriffsnummer Mauser 98, der Verweis auch auf das Jahr, als dieses System von den preußischen Behörden zugelassen wurde, 1898 eben. Die Firma gab es schon wesentlich länger. Übrigens, es ist einer der ältesten deutschen Waffenhersteller. Ähm, 1811 wurde diese Firma gegründet von Franz Andreas Mauser. Und zwar war der eigentlich, der Typ hat eine sehr interessante Karriere hinter sich gebracht. Der war nämlich eigentlich Schuster und war in der Handwerkskompanie der Württembergischen Armee und hat sich dann dort also hochgearbeitet und hat halt hat dann dort in einer Gewehrfabrik gearbeitet und wurde dort dann zum Büchsenmacher, so nannte man den Beruf damals, zum Büchsenmacher ausgebildet. Als dann seine Kompanie aufgelöst wurde, blieb er bei dem Handwerk. Sein Sohn und seine Brüder haben, glaube ich, auch in dieser Gewehrfabrik gearbeitet. Also ist ganz interessant. Ich habe das jetzt nicht mehr alles genau im Kopf. Aber ja, Franz Andreas Mauser, der hat diese Firma mehr oder weniger begründet. Gut. So viel noch an der Stelle. Also, wir sehen hier, Kenko hat seinen Sprengstoff behalten. Die Mine könnten wir eigentlich auch noch Kenko geben. Es ist natürlich verführerisch, mit einer hübschen Frau wie Carm als Scout hinzugehen, der ein paar Minen zu geben. Und dann zu erkunden, die Gegner vielleicht anzulocken und dann diese Minen zu legen und die Gegner in die Minen reinzulocken. Das Problem an der Sache ist folgendes. Das Legen einer Mine kostet 20 Aktionspunkte, ist also relativ unpraktikabel. Und auf der anderen Seite hat Karm als Scout ein sehr niedriges technisches Talent. Deswegen ist die nicht wirklich gut da drin. Die kann das einfach nicht so gut. Okay, Gary kann nochmal seine Sauer 38H nachladen. Also die Bezeichnung hier unterschiedlich. Sauer 38H
H steht dann eben für Heer und bezeichnet eben, dass diese Waffe dann im Heer eingesetzt wurde. Ich habe ja schon erwähnt, dass diese Waffe eigentlich eher von Offizieren getragen wurde. So eine klassische Mantelwaffe eben einfach, die man also auch im Mantel tragen konnte. Ja, und bevor wir dann unsere nächste Mission machen werden, Hauptquartier des deutschen Geheimdienstes, das lokale Hauptquartier des deutschen Geheimdienstes liegt nahe dem Marktplatz der Stadt. Über diesen Platz schlendern die Einwohner gerne beim Abendspaziergang oder auf dem Weg zum Café. In der letzten Zeit sieht man hier jedoch mehr Soldaten als Stadtbewohner. Dabei handelt es sich um Patrouillen, zahlreiche Wachen des Hauptquartiers und Soldaten, die dienstfrei haben. Interessant, gucken wir uns mal an. Das werden wir alles im nächsten Teil sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei bleibt. Diese zufällige Begegnung, die hatten wir, glaube ich, schon. Ganz genau, das ist die mit dem Bahnhof. Das sehen wir dann alles im nächsten Part. Ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.